Schön, wenn es endlich mal funktioniert. So. Menschheit stirbt auch schon weg. Ich hoffe halt nur, dass nicht irgendwo noch irgendwelche Leute überleben. So. Nee, wartet. So. Okay, ich habe zumindest an alle Länder der Welt schon und es fehlen nur noch 7.990 Leute oder so. So, jetzt ist halt die Frage. Hier kann ich keine Verbindung mehr zusammenkriegen. Jetzt kann ich nur noch Koma entwickeln. Ja. Boah. Die gesamte Menschheit ist infiziert, gerade noch rechtzeitig vor der kompletten Auslöschung. Ich war jetzt sogar schnell. Ein bisschen was über ein Jahr habe ich gebraucht für die komplette Auslöschung. Finde ich eigentlich schon schnell. Ja, wenn man gleich mal tödlich von Anfang an ist. 1,5 Jahre. Kann sich sehen lassen. Wie viel fehlt denn noch? 3 Millionen, die sind da auch gleich weg. 16? Oh. Mit 16 kann ich leider nichts mehr machen. Mit 16 DNS-Punkten. Da hätte ich gern noch was angestellt. Asset wird Menschheit vernichten. Kommt schon, verreckt endlich mal. Ich kann euch nicht mehr sehen. Weg mit euch. Da hinten kriege ich nochmal DNS-Punkte. Okay. Oh, 2 Sterne. 526 Tage. Das ist, glaube ich, meines Erachtens der schnellste Run gewesen, den ich je mit einer Krankheit hatte. Ja, so ziemlich. So, unbekannter Ursprung. Alle haben ein Lieblingsland. Leider kannst du es dir hier nicht aussuchen. Willst du dein Glück versuchen? Ja, klar. Konnte ich jetzt nicht wirklich bei den anderen. Achso, ich darf mir aber aussuchen, mit was ich kämpfe. Ich finde eigentlich den Virus immer recht gut. Der ist immer so schnell. Deswegen, ich habe leider keine Gene dazu bekommen. Finde ich gerade ein bisschen, ja, schade. Ich sage einfach mal fortfahren. Auf normal. Boah. Speedy. Speedy. Ja. Okay, welcome. Ja, okay. Okay, ich muss mit Griechenland anfangen. Die sind doch eh schon so schwer gebeutelt. Die brauche ich jetzt nicht noch. Ja, Speedy hat den ersten Menschen infiziert. Schwach, niedrige Temperatur. An niedrige Temperaturen gewöhnt. Okay. In Griechenland. Das halte ich mal für ein Gerücht. So. Schnell Mutationen. Ja, ich weiß. Deswegen funktioniert der, glaube ich, auch. Also das ist normalerweise, ja, ein stinknormaler Virus. Boah, 9 DNS-Punkte. Das finde ich ja auch ein bisschen happig. Dass ich hier endlich mal was machen kann. Aber, naja, was soll's. Es ist zumindest ein Schlafstörungen kommen, kannst du haben. Ich bin jetzt sowieso zu schnell für die Leute. Ich bin noch nicht so verbreitet, noch nicht so auffällig. So, ich lasse mir lieber noch Zeit. Erstmal DNS-Punkte aufheben. So, okay. Gut, gosh. Das geht schon. 21, 22. Komm, die nehme ich noch mit. 26, ja. 9, 10. Oh, schade. Ich wollte die Vögel eigentlich auch noch mitnehmen. Aber die sind mal wieder für 14 oder so. Ja, 14 brauche ich da. Paranoia. So, Vögel noch dazu. Ich gehe einfach mal auf Ansteckung. Dass es sich schön verbreiten kann, unser Speedy. Ja, vielleicht funktioniert es ja so auch gut. Weil bis jetzt ist er ja noch nicht tödlich, fällt also noch nicht so auf. Nicht so extrem. So, er ist ja an Kälte gewöhnt. Deswegen müssen wir ihm Hitze dazugeben. Husten ist auch immer klasse. Ja, schon wieder infektiöser. Der Kleine. Er verbreitet sich gerade schön schnell. So, den ist wird instabiler. Nö, bitte nicht. Wir nehmen noch die Schafe hinzu.
Eigentlich könnte ich ihn noch ein bisschen instabiler nehmen. Oh, wäre vielleicht lustig. So, schwere Überschwemmungen. Schon sind ein paar tot. Anämie. Was? Anämie schon? Krass. Krass. Der will es aber wissen, der Speedy. So, neue unscheinbare Krankheit. Ja, ja, ihr macht ja eh lange nichts, bevor... Ne? Balkanstaaten starten Heilmittelforschung. Auch nicht schlecht. Sollen sie nur. So, ich gehe mal auf Luft. Vielleicht klappt es ja wieder. Übelkeit. Ach, immer her damit. Alle draus, was keine Miete zahlt, ne? Deswegen kotzt euch mal die Seele aus dem Leib. So, vielleicht verbreitet er sich noch ein bisschen besser. Weil Krankheit ist wirklich unscheinbar. Leute interessieren sich kaum dafür. Bevor, dass ich meine DNS-Punkte da verschwende. So, Schlaflosigkeit und Blutarmut treiben die Menschen dazu, müde, um mehr zu wandeln. Wissenschaftler, die an einem Heilmittel für Speedy arbeiten, sind weniger produktiv. Ja, und das vom ersten Ding weg. So, Entzündungen kommen noch dazu. Wunderbärchen. So, komm, ich mache noch ein Stück instabiler. Jetzt wird er natürlich zu tödlich werden, das weiß ich jetzt schon. Vielleicht hilft es ja doch ein Stück. So, hier nochmal Supi. So, dann bitte noch Tablettenresistenz. Und dann in der Übertragung kann ich dann mal frohen Herzens überall hingehen, wo ich gerade mal Lust hin habe. Weil jetzt kommen die DNS-Punkte rein, aber so richtig. So, aber um ehrlich zu sein, da war das Virus vorher ein Stück schneller unterwegs. Anfälle kommen auch noch dazu. Ja. Stechmücken, ja. Die laufen dann schon. Oh, ja, genau. Könnte ich auch mal machen, dass ich die ein bisschen einbremse. So. Ach, ich verteile mich jetzt schön gemütlich mal über den ganzen Globus. Ja, es war Griechenland. Ist jetzt nicht unbedingt die praktischste Nation anzufangen. Aber funktioniert eigentlich doch recht gut. Die Ausbreitung. Jetzt vor allem. So. Ausschläge kommen noch dazu. Oh, es sterben schon einige. Merke ich gerade mal so. So. Immer schön aufpassen. Oh, scheiße. Stimmt ja. Da muss ich ja noch was machen. Zum Beispiel die Übertragungsmöglichkeiten erhöhen. Oh, schon sind meine Punkte wieder weg. Und schon sind wieder genügend da. Auch nicht schlecht. So, klöppelt mal 27 hier drauf. Ja, tödlich wird er von selber. Das ist so geil. Überempfindlichkeit. Das ist schon eigentlich genial. So, Hämophilie. Alter. Das kann ich hier schon wieder. Naja. Naja, ich nehme mal die Ratte. Ah, die Ratte 2 bringt schon mehr. So. Jetzt ist er aber übertragungstechnisch schon gut dabei. Vielleicht noch Hitze 2, dass ich da schnell genug reindränge in die ganze Parade. Tumoren. Ja. Vielleicht kriege ich dann Afrika ein Stück schneller. Niesen. Also, ansteckungsmäßig bin ich eigentlich schon gut dabei, ne? Komm, kriegst du noch ein bisschen... mehr Instabilität. Das wäre schön. So, schwitzen. Einfach mal her damit. So, ich habe eh gleich innere Blutungen. Oh, schön, wie das funktioniert hier. Jetzt muss ich eigentlich gar nichts mehr machen. Jetzt warte ich noch kurz ab. Oh, war krass. Kaum hier zugemacht, schon wieder das nächste hier drauf. Fieber noch. Alter, die Krankheit hatte ja eh schon fast alles.
51. Hautillusionen. Habe ich jetzt schon? Nee. Mir fehlen noch ein paar Leute. Erbrechen kommt noch dazu. Geil, geil, geil. So, die Übertragung muss eigentlich nicht mehr. Ah, jetzt ist die letzte gesunde Person. Perfekt. Jetzt habe ich eigentlich bis jetzt hier noch gar nichts investiert. Dann kann ich ja hier mal schon ein bisschen, ja, reinsetzen. So, hier geht dann nochmal. Ach, nehmen wir das noch. Entwickeln. Ah, schön. Vielleicht kriege ich ja noch genügend den... Oh, Abszesse. Schön. Alles her damit. Alles her damit. Vielleicht kriege ich ja noch alles. Boah, hämorrhoidischer Schock. Alter. Boah, ich kann sogar noch weitermachen. Ich habe eh schon beinahe... 1, 2, 3, 4, 5, 6 Symptome fehlen mir nur noch. 6 Symptome. Vielleicht kommen die ja noch irgendwie dazu. Es ist schon brutal, wie schnell ich das jetzt mache hier. Nekrose, da waren es nur noch 5. Da ist nochmal was dazu. Infizierte müssen husten und sich übergeben. Dadurch würgen sie eine Art Projektil heraus. Super. Alles geil. So, jetzt fehlen mir wirklich nur noch 2 Symptome. Und es könnte sogar noch von selber funktionieren. UPS-Symptom... Ups, Symptom-Kombo. Schnupfen und Durchfall verursachen ungewöhnliche Unfälle. Folglich sinkt die Produktivität und setzt sich mit Speedy... Man setzt sich mit Speedy auseinander. Aha, okay, okay, okay. Speedy gibt wirklich Vollgas. Oh, 21 kostet das nächste. Schade. Kann ich mir leider nicht mehr leisten, bevor das die Menschheit ausgerottet wird. Schade. Hätte ich zu gern gemacht. Das habe ich fast 2 Jahre gebraucht. Ist gut, aber auch nicht schlecht. Wird, ja, Speedy wird Menschheit auslöschen. Woher wusste ich das? Speedy hat das in Immunsuppressionssymptom ohne DNS-Punkte mutiert. Super. Jetzt ist wirklich nur noch das übrig. Vollständiges Organversagen. Also, hier bin ich ja wirklich... Was? Wieso bin ich nicht tödlicher geht ja gar nicht mehr, oder? Eigentlich nicht mehr. So, Sieg. Und ich krieg trotzdem nur 2. Naja, hilft ja nicht. Eiszeit... Also die Pest hatte ich ja schon. Gut, 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 gut. Ich mache mal eine kurze Pause. Und dann geht's mit der Eiszeit weiter. Also mit der Veränderung der Sonne verringern die Menschen der von ihrer abgegebenen Strahlung. Dann, ja, gut. Kleine Eiszeit bewirkt. Okay, mehr als 5 Grad abgekühlt. Ja, bin ich gespannt, ob das so funktioniert. Und ich sag dann bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder und ja, jetzt machen wir die Eiszeit. So, wir nehmen... Was wären geeignet für die Eiszeit? Wir nehmen eigentlich den Virus immer recht gern. Deswegen nehme ich auch den Virus. Mutationsbonus, ja, lasse ich einfach mal drin. Orange DNS lasse ich auch drin. Ist halt schade, dass ich nicht so viel habe. Muss ich mich echt mal heute noch hinsetzen und ein paar Mal die Dinger spielen, dass ich ein bisschen was dazu bekomme. Bisschen offscreen hier schon mal spielen. Vielleicht hilft's ja, vielleicht hilft's ja. Dass wir ein bisschen was dazu bekommen. Orange DNS, Mutationsbonus, Landschaftsbonus. Ja, funktioniert. Und fortfahren. Und dieses Mal ist es Frosty. Diesmal heißt er Frosty. Okay. Deine Wahl, Virus. Um zu gewinnen, musst du dich weiterentwickeln. Ja, ist klar, ne? Also, hier ist es eigentlich relativ heiß. Ich nehme mal kältere Regionen, so wie Russland. Russland ist, glaube ich, ein gutes Pflaster hierfür.